Papa, du lebst! Wir dachten, du bist tot. Warum hast du dich nicht gemeldet? Ey, wenn ich denen erzähle, dass du lebst. Was machst du da? Ich ruf sie an! Niemand darf wissen, dass ich noch lebe. Wir behalten Ihre Mutter noch ein paar Tage hier, zur Beobachtung. Mhm. Und bitte achten Sie darauf, dass sie nächstes Mal einen Sichtschutz trägt, falls Sie wieder mal mit ihr an Oldtimern rumschweißen wollen. Okay. Dürfte ich Sie noch um zwei kleine Sachen bitten? Gerne. Es wäre super nett, wenn Sie den Wagen von meiner Mutter als modernen Klassiker bezeichnen würden und nicht als Oldtimer. Die beiden sind der gleiche Jahrgang. Verstehe. Danke für den Tipp. Gibt es sonst etwas, was ich tun kann? Dürfte ich Ihre Telefonnummer haben? Zum Notfall? Müsste ich denn einen vortäuschen? Nein, nicht zwingend. Bitteschön, Ihr Privatrezept. Danke. Jetzt geht's mir schon viel besser. Jo. Olli. Hey. Wartest du schon lange? Lange genug. Gut, ich guck mir die Verletzung gleich an. Ich muss noch zum Patienten, der wartet schon. Bis gleich. Bis gleich. Timmy. Nee, nix Timmy. Bist du auf irgendeinem schlechten Trip hängen geblieben oder wie kommt man sonst auf so eine bescheuerte Idee, seinen eigenen Tod vorzutäuschen? Hä? Ich habe es für Alma getan. Alma, deine alte Flamme hier aus der Karibik. Genau. Und diesmal hat es wirklich Mama Dama Ding Dong gemacht. So warm, dass ich den Rest meines Lebens mit Alma verbringen wollte. Da hast du gedacht, oh, ich habe jetzt lange genug gelebt, jetzt könnte ich mal so tun, als wäre ich tot, oder was? Ich wollte uns absichern. Ich zahle seit Ewigkeiten die Prämien für diese bescheuerte Lebensversicherung. Alma fand das verrückt. So sparen, bis man tot ist, macht doch keinen Sinn. Sei denn, man ist Hindu. Okay, die Kurzfassung. Ich habe die Versicherung auf Alma überschreiben lassen und ein paar Monate später haben wir dann meinen Tauchunfall vorgetäuscht. Und nachdem Gras über die Sache gewachsen ist, wollten wir eine Tauchschule auf den Bahamas aufbauen. Und warum bist du nicht auf den bescheuerten Bahamas mit deiner bescheuerten Alma? Hä? Alma ist abgehauen. Mit dem Geld. Das ist gut, ey. Wenn du nicht mein Vater wärst, wegen dem ich meine Augen ausgeheult habe, dann würde ich jetzt verdammt laut lachen. Tim, warte! Du bist für mich gestorben. Genau an dem Tag, wo wir deine bescheuerte Flosse beerdigt haben. Weil wir nichts von dir hatten. So, Olli, jetzt habe ich Zeit für dich. Dein Kollege hat mich schon durchgecheckt, aber du darfst es gerne noch mal machen. Ich bin im Dienst. Ach, Zeit, Privatrezepte zu schreiben, hattest du doch auch. Habe ich da einen Anflug von Eifersucht? Blödsinn. Du hättest mir nur sagen können, dass du auch noch andere Typen datest. Warum? Stimmt, wir haben nur eine Affäre. Kein Beziehungsstress, keine Verpflichtung, aber Frühstück inklusive. Ja, genauso wie nerventötende Free-Jazz-Konzerte. In dem Sinne, hast du heute Abend schon was vor? Henke? Jeremy? Jeremy wer? Ach, das Privatrezept, stimmt. Ja. Heute Abend, bin mir nicht sicher, ob das... Tu dir keinen Zwang an. Moment. Ja, das ginge doch vielleicht. Okay. Das No Limits? Ja, das kenne ich. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Bist du sicher, dass ihr das nichts ausmacht? Jeremy? Ja, das geht doch. Okay. In 3 Stunden. Gut. Bis dann. Tschüss. Probiert den Wodka Touchdown. Der ist neu auf der Karte. Und habt Spaß. Danke. So eine Lachnummer. Ich geb's ja zu, ich verknall mich in Jo. Das war blöd, aber was soll ich denn machen? So was sucht man sich doch nicht aus. Wem sagst du das? Und dann mache ich mir auch noch Hoffnung, dass das was wird. Weißt du, und dann verabredet er sich vor meinen Augen mit einem anderen Typ. Und das auch noch im No Limits. Bitte, geht's noch? Der Typ ist ebenso sensibel wie ein Betonpfeiler. Ja, manchmal frage ich mich echt, was in dem deinem Kopf vor sich geht. Du, im besten Fall will er dich eifersüchtig machen. Also, falls Dr. Ego überhaupt was gedacht hat, dann höchstens, wie kann ich Olli möglichst klar machen, dass er sich keine Hoffnung machen muss? Super, hat funktioniert. Bella, langweilig dich irgendwie? Was? Nein, 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 da ist nur... Hi, kann ich dir helfen? Hi.
Jeremy Hartwig, ich bin Model. Ich wollte gerne meine Setcard hier lassen. Ich habe gehört, die kaufst du gerade? Genau, die Castingabteilung ist im ersten Stock links. Aber falls da keiner ist, kannst du dich gerne auch nochmal an mich wenden. Danke. Also, der Typ ist heiß. Jo hat eben einen guten Geschmack. Sag nicht ausgerechnet, das ist der Typ, mit dem Jo sich verabredet hat. Mir leid, dass ich ausgerechnet diesem Jeremy hinterher gesabbert habe. Du kannst ja nicht hell sehen. Wenn ich nicht gerade auf Jo stehen würde, dann wäre der wahrscheinlich auch ganz oben auf meiner Liste. Vielleicht wäre das eh das Beste. Du solltest den Typen abhaken, der tut dir nicht gut. Gefühle kann man aber leider nicht abschalten. Frag doch mal Jo, wie man das macht. Der kann das auch nicht, der hat nur Angst davor. Deswegen lässt er auch keinen an sich ran. Ja, oder er ist einfach nur eine miese Kröte. Und die soll man nicht küssen, das sind alles Ammenmärchen. Ich habe oben niemanden im Casting gefunden. Gut, dann gebe ich deine Setkarte weiter. Danke. Entschuldige, ich kenne dich irgendwo hier. Bist du Model, LCL oder so? Klar, Olli Sabel, hi. Ja, du, aber ich mach das nur so nebenbei. Eigentlich, da gehört mir noch eine Bar. Ist nur Limits. Ach, echt? Na, vielleicht kenne ich dich daher. Ich finde den Laden echt lässig. Ich habe damit sogar eine Verabredung. Echt? Das ist ja ein Zufall. Du, also, falls du Lust hast, du Zeit, komm vorbei. Vorher können wir was zusammen trinken. Also nicht, dass ich da in dein Date grätschen will, aber so ein Cocktail unter Kollegen. Okay, warum nicht? Dann parke ich schnell meinen Wagen um, sonst werde ich abgeschleppt. Das kann ja wirklich keiner wollen. Also, dass du abgeschleppt wirst. Genau. Treffen wir uns gleich drüben. Bis gleich. Bis gleich. Es kann wirklich keiner wollen, dass du abgeschleppt wirst? Was soll das jetzt sein? Willst du ihm in sein Date grätschen oder soll es ein Dreier werden? Kommt ganz darauf an. Worauf? Auf Jo. Mal schauen, wie er gleich reagiert. Du war meine Tante Charlie. Ach, echt? Mhm. Bei mir war das meine Oma. Meine Eltern sind ja regelrecht ausgefettet, aber meine Oma hat meine Mutter zurechtgewiesen. So habe ich dich nicht erzogen. Du hast einen wunderbaren Jungen und solltest dir wünschen, dass er glücklich wird. Das waren ihre Worte. Ja, es hätte auch von Charlie sein können. Noch einen? Nein, danke. Ja, meine Mutter, die hat ja am Anfang gedacht, sie kann sich in Meppen gar nicht mehr auf der Straße blicken lassen, weil ihr Sohn jetzt mit einem Mann zusammen ist. Inzwischen ist sie sogar richtig sauer, dass ich von Christian geschieden bin. Du warst verheiratet? Mhm. Zweimal sogar. Findest du spießig? Ach, Quatsch. Ich hatte selbst eine langjährige Beziehung. Ganz großes Kino. Hi. Stich? Nö. Ach du Scheiße, ist es wirklich schon so spät? Sorry, wir haben uns total verquatscht. Das ist übrigens das Date, von dem ich dir erzählt habe. Das ist Jo und das ist... Wir kennen uns. Dann kommst du mir daher so bekannt vor. Aus dem Krankenhaus, stimmt's? Ah, ja. Dann bist du auch sein Patient. Das kann man so sagen, ja. Ja gut, ich muss sowieso arbeiten. Nein, um Gottes Willen, ich wollte nicht stören. Ich hatte eine ziemlich lange und anstrengende Schicht. Eigentlich wäre es mir auch lieber, wenn wir unser Date vertagen. Ist das okay? Okay. Gut. Aber einen Absacker hätte ich noch gern. Entschuldigung. Könnte ich einen Alt haben, bitte? Ich sitze dann da hinten in der Ecke. Viel Spaß euch beiden. Das war gerade aber ziemlich strange. Habt ihr irgendeine... Also ich meine, steht ihr euch irgendwie nahe? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man Jo überhaupt nahestehen kann. Bin gleich wieder da. Okay. Und? Geht da was? Eifersüchtig. Nein, überhaupt nicht. Wir haben eine Affäre. Es wäre mir nur lieber, wenn wir in Zukunft in unterschiedlichen Teichen fischen könnten, okay? Kein Problem. Falls ich einen Gang zurückschalten soll. Nein, gar nicht. Ich hab doch gesagt, es ist alles cool.
Danke. Vielleicht sieht man sich ja mal. Viel Spaß. Da läuft doch was zwischen euch. Ich meine, es geht mich nichts an, aber wenn ihr so etwas Ähnliches wie eine Beziehung habt, naja. Keine Angst. Also man kann nicht weiter entfernt von einer Beziehung sein als Jo und ich. Aber du hast ihn ja gehört, ne? Wenn ein Arzt einem verschreibt, dass man viel Spaß haben soll, dann sollte man sich doch dran halten, oder? Also, was meinst du? Gehen wir zu dir oder zu mir? Eine so gute Idee. Ach, ich glaube, das ist sogar eine richtige. Sorry, ich kann das wirklich nicht. Schade. Ist es wegen deinem Doc? Jo. Bist du sauer? Quatsch, eher enttäuscht. Aber ich glaube, du hast ein Problem. Ja, das glaube ich auch. Aber das Problem kann ich einfach nicht länger ignorieren. Schade. Ich glaube, mit uns, das wäre richtig heiß geworden. Aber trotzdem. Viel Glück. Danke. Hi. Hi. Was machst du denn hier? Kann ich reinkommen? Ja, klar, komm mal. Es ging ja ganz schön flott mit euch. Ich habe nicht mit Jeremy geschlafen. Und zwar deinetwegen. Jo, eigentlich habe ich ihn ja zuerst entdeckt. Aber ich hatte ja gesagt, dass es okay ist, wenn ihr miteinander... Nein, es ist nicht okay. Das mit uns. Warum nicht? Es läuft doch alles super zwischen uns. Kein Stress, kein Generve. Jeder kann tun und machen, was er will. Ich will das so aber nicht. Ich will keine One-Night-Stands mit irgendwelchen Jeremys haben. Und ich will auch nicht, dass das mit uns nur eine Affäre ist. Tut mir leid. Aber mehr kann ich dir leider nicht geben. Und was machen wir jetzt? Vielleicht hast du recht. Vielleicht ist es wirklich das Beste, wenn wir uns nicht mehr sehen. Willst du das wirklich? Nein. Ich kann mir aber auch nicht länger was vormachen. Dann lieber ein klarer Schnitt. Olli. Der Arzt, aber klarer Schnitt sieht anders aus. Olli, ich wollte nur... Was? Einer geht noch. Nein, ich möchte nur, dass wir beide uns an etwas Schönes erinnern.